Ja, das ist wahrscheinlich die ungewöhnlichste Form einer Ehrung für einen Spieler oder Trainer, die wir vorgenommen haben. Das ist natürlich der Situation geschuldet. Wie alle gelesen haben, ist Rolf inzwischen der Rekordtrainer des VfB Lübeck, hat gegen den FC Magdeburg, den ersten FC Magdeburg, Entschuldigung, das 141. Spiel für den VfB als Coach bestritten. Inzwischen sind es 142. Morgen kommt wieder eins dazu. Rolf hat sich damit, da muss er jetzt durch, dass es ein paar lobende Worte gibt, sicherlich einen Platz in den Geschichtsbüchern des VfB verdient. Das ist nicht selbstverständlich, dass man so lange Trainer an einem Ort ist und das auch noch sehr erfolgreich. Ehrlich gesagt hatte ich mich ein bisschen erschrocken fast, als jetzt diese Ehrung anstand, weil mir zwar bewusst war, dass wir schon sehr lange zusammenarbeiten, aber dass es jetzt so lange ist, das war mir ein bisschen aus dem Gedächtnis geraten. Wenn ich mich daran erinnere, das erste Gespräch, das wir geführt haben in Hamburg, da waren neben uns beiden Wolf Müller als damaliger Sportvorstand da und Timo Neumann. Als wir uns angenähert haben und dich damit konfrontiert hatten, dass wir uns sehr gut vorstellen könnten, dich hier als Cheftrainer zurück nach Lübeck zu holen, da hatten wir schon da ein sehr, sehr gutes Gespräch. Wir wussten ja schon aus deiner Zeit als Spieler hier, was man an dir hat. Du hast hier auch immer mit feiner technischer Klinge, aber großer Kampfkraft und nötigenfalls auch Härte. Ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart und die Fotos dazu. Bist du aufgetreten und da haben wir uns gedacht, das kann irgendwie vom Typ her zu dem Fußball, den wir hier gerne sehen möchten, passen. So hast du es dann auch in den Gesprächen gesagt. Du hast gesagt, du möchtest Lohmühlenfußball bieten, das heißt attraktiven Fußball, möchtest nach vorne spielen, das soll technisch anspruchsvoll sein, aber immer auch die Basics, Kampfkraft, hundertprozentige Leidenschaft und Geschlossenheit zeigen. Und dass du schon so lange hier bist, ist ein Beleg dafür, dass das genauso umgesetzt worden ist, wie du das auch angekündigt hast. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass es ein Trainer schafft, dass eine Mannschaft Jahr für Jahr in wechselnder Besetzung diese Grundtugenden nie vergisst. Wir haben hier eine stetige Entwicklung gesehen, gekrönt mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass du mit unserer Mannschaft die Klasse halten wirst. Und kann sagen, aus unserer Sicht besteht gar kein Anlass dafür, etwa zu sagen, da kommen nicht nochmal 141 Spiele dazu. Das wäre sehr ambitioniert, aber macht einfach Spaß, mit dir hier zu arbeiten. Das Resultat sieht man auf dem Platz und insofern leider müssen wir dir gratulieren ohne Fans im Stadion. Das wäre natürlich, wie so vieles andere, sehr, sehr viel schöner gewesen. Das machen wir jetzt durch Plexiglas getrennt und auf diesem Wege, also nochmal von Vorstand und Aufsichtsrat des VfB Lübeck, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Leistung und ja, weiter so und morgen den größtmöglichen Erfolg. Ja, das kann ich natürlich nicht einfach so stehen lassen, Thomas, und einfach aufstehen. Ich weiß das sehr zu schätzen, was wir gemeinsam, wie wir die letzten Jahre zusammengearbeitet haben und was wir schlussendlich dann auch erreicht haben gemeinsam. Ja, Thomas, du hast das ja schon gesagt, Ziel war es, einen erkennbaren Fußballstil zu kreieren, zu entwickeln. Ich glaube, da haben wir Jahr für Jahr kleine Schritte nach vorne gemacht, schlussendlich dann mit dem Aufstieg letzte Saison. Und diesen Weg gilt es weiterzugehen und ja, nicht davon abzuweichen. Ja, so wie du sagst, Lohmühlenfußball, Grundtugenden gepaart mit dann und wann einer feinen technischen Aktion. Das wollen wir sehen, das wollen wir weiterentwickeln und ich glaube, da sind wir nach wie vor auf einem guten Weg, auch wenn dieses Jahr natürlich mit allem, was dazugehört, eine große Herausforderung für uns alle ist, für den Verein ist, aber auch schlussendlich für die Sportler, die
die von Testung zu Testung leben. Und für diesen Einsatz, für diesen großen Einsatz des Ganzen, des Vereins und dem gesamten Umfeld, aber natürlich auch unserer Jungs, davor kann ich bis jetzt wirklich nur meinen nicht vorhandenen Hut ziehen. Das machen wir großartig und ich glaube aber auch, dass diese Gemeinschaft, die wir jetzt geformt haben in den letzten Jahren, dass uns die schlussendlich auch sehr, sehr stark macht und machen wird. Also nochmals, ich will nochmal betonen, absolut keine Selbstverständlichkeit für mich, dass in mich Gesetzte vertrauen, dass ich das so lange ausüben kann und darf bei einem Traditionsverein wie dem VfB Lübeck und wie gesagt, the sky is the limit.